Das Raynaud-Syndrom ist eine dermatologische und rheumatologische Erkrankung, wo es ja zu einer Verfärbung insbesondere der Hände, aber auch Füße kommen kann. Und man nennt es auch das sogenannte Tricolor-Phänomen. Also, was passiert? Es kommt zu einer plötzlichen Abblassung der Fingergliedmaßen und die Haut verfärbt sich weißlich. Im Verlauf ist sie plötzlich blau und anschließend rot. Das ist das sogenannte Tricolor-Phänomen. Was dahinter stecken kann. Es handelt sich um einen sogenannten Spasmus, also eine nicht richtige Reaktion der Gefäßmuskulatur, sodass die Gefäße sich plötzlich durch verschiedene Trigger, häufig Kälte, zusammenziehen und die Haut nicht mehr gut durchblutet wird. Deswegen kommt es zu einer weißlichen Verfärbung. Durch den mangelnden Sauerstoff kommt es anschließend zu einer blauen Verfärbung und kompensatorisch, also zum Ausgleich, öffnen sich dann die Gefäße und es kommt zu einer verstärkten Durchblutung, sodass dann die Haut rötlich erscheint. Also von weiß zu blau zu rot, das Raynaud-Syndrom. Es gibt extrem viele Ursachen für das Raynaud-Syndrom, aber die meisten sind gar nicht geklärt. Also man unterscheidet eine sogenannte primäre von einer sekundären Variante und primär heißt, die Ursache ist unklar. Sekundär heißt aber, dass das Raynaud-Syndrom im Rahmen von anderen Erkrankungen auftritt. Und allen voran sind das rheumatologische Erkrankungen, also Erkrankungen, die unter anderem das Bindegewebe betreffen. Und da kann sich zum Beispiel dann Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte vorher ein Raynaud-Syndrom äußern. Und erst im Verlauf treten andere Symptome auf und plötzlich merkt man, dass das Raynaud-Syndrom eigentlich gekoppelt ist an eine rheumatologische Erkrankung. Und daher ist es so wichtig, dass Sie, wenn Sie ein Raynaud-Syndrom haben, genauer schauen, gibt es noch andere Beschwerden, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, denn all das deutet auf eine rheumatologische Erkrankung hin. Häufig sind junge Frauen betroffen und es kann auch eine genetische Veranlagung bestehen. Also das bedeutet, dass sowohl man selber als auch jemand aus der Familie betroffen ist. Wenn Sie ein Raynaud-Syndrom haben und Rückfragen haben diesbezüglich, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden Sie begleiten. Ein wichtiger Tipp ist, die Hände im Winter immer warm halten mit Handschuhen oder es gibt auch bestimmte Taschenwärmer, denn die Kälte ist mit der wichtigste Triggerfaktor für die Entstehung dieses Tricolor-Phänomens.